Ja, herzlich willkommen nochmal im Herzenberg Orakel. Nach dieser spannenden Wochenbotschaft möchte ich gleich noch ein Tagesorakel, Tagesbotschaft für Dienstag dir reingeben. Da schauen wir gleich mal, was am Dienstag auf dich zukommt. Und ja, wie immer eine allgemeine Legung, bitte bedenkt das. Ja, ich schaue heute mal mit dem Bluebird Lenormand von US Games und ja, die verwendeten Decks findet ihr immer in der Infobox. Da schauen wir mal. Aber zuerst möchte ich noch eine Tarotkarte ziehen. Springen lassen. Worum geht es denn am Dienstag für dich? Da haben wir die 6 der Schwerter. Und die 6 der Schwerter, ja, das ist so der Aufbruch mit ja, unsicheren Gefühlen. Wir haben schon wieder Unsicherheit. Also es kann sein, dass du hier in eine Situation verlässt, die dich, ja, die dir einfach nicht gut tut. Du brichst auf, du wendest dich ab, du gehst vielleicht auf Reisen, vielleicht machst du einen Ausflug. Du kehrst hier etwas den Rücken und vielleicht auch negativen Gedanken. Die Schwerter sind Gedankenkarten, Luftenergie. Ja, und du lässt dich vielleicht auf etwas Neues ein, denn das ist ein Aufbruch ins Ungewisse. Du siehst hier, da ist jemand auf dem Floß und man weiß nicht, was am anderen Ufer ist. Ja, morgen geht's, also am Dienstag geht's darum, sich auf etwas Neues einzulassen. Und am Unterdeck haben wir schon wieder die 7 der Münzen, wie in der Wochenbotschaft. Ja. Vielleicht lässt du wirklich Gedanken hinter dir, die dich einfach belastet haben, die dir nicht gut tun, die dich nicht weiterbringen. In welcher Sache auch immer. Ne? Dann, okay, schauen wir mit dem Bluebird Lenormand. Worum geht's da? Ganz allgemein, also im Außen. Da möchte ich noch schauen, wie es emotional aussieht. Und wie die Tendenz denn so ist. Also eine typische Neunerlegung. Und zuerst mal, ja, was ist denn so im Außen, worum geht's da? So, als erstes habe ich das Haus, die Blumen und das Buch. Es kann sein, dass es hier darum geht, ja, in deine Stabilität zu kommen. Du wirst dich wieder wohlfühlen. Irgendwas mit deinem häuslichen Umfeld passt nicht so ganz. Und das Ziel dieses Aufbruchs ist, wieder in Harmonie, in die Liebe, ins Wachstum zu kommen, dass du auch hier ein altes Kapitel vielleicht abschließen kannst. Also ja, vielleicht gibt es hier auch ein Dokument oder einen Mietvertrag. Oder ja, du weißt vielleicht nicht, ob das das Richtige ist, wenn du umziehst. Ist nur ein Beispiel, kann, wie gesagt, auch einfach deine innere Stabilität, dein Gleichgewicht bedeuten. Und du möchtest wieder in die Harmonie, ins Wachstum, ein schönes Umfeld haben. Und da ist es halt notwendig, dass du alte Dinge hinter dir lässt und etwas zum Abschluss bringst. Schauen wir mal, was es emotional macht. Also wir haben tatsächlich am Unterdeck gerade die Störche. In Verbindung mit dem Haus kann es wirklich um ja etwas mit deinem Zuhause, einen Wechsel, einen Umzug zu tun haben. Muss aber nicht sein. Und jetzt schauen wir mal auf der emotionalen Ebene, was macht es mit dir? Das war ein bisschen viel. Als erstes sind hier die Fische gefallen, dann die Wolken und dann wollten diese 3 raus. Dann nehmen wir sie mal einfach. Ja, deine Emotionen, deine Gefühle, das macht dich schon etwas alles unruhig, nervös. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Und ja, in Sachen Aufregung, Stress hat es wohl auch in Zusammenhang mit einer anderen Person zu tun. Also
dieser Umzug oder diese Veränderung, dieses wieder in die Stabilität kommen, das bringt dich in Unruhe, sagen wir es mal so. Auf emotionaler Weise, da sind Gefühle. Du weißt nicht, wie es weitergeht mit den Wolken hier. Und es kann natürlich sein, dass deine Stabilität auch gerade durcheinander ist, weil mit den Vögeln hier, die zusammen mit Stern und dem Herrn rausgefallen sind, dass es hier zu tun hat mit jemandem, einer dritten Person, einem Gegenüber. Es muss nicht männlich sein. Der Herr ist im Deck ein Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich. Ja, da geht es natürlich für dich, du wünschst dir einfach Klarheit in Bezug. Das würde dir den Stress schon nehmen, das würde dir die Sorgen schon nehmen. Ja, da ist einiges in Bewegung und da zeigt sich wieder, ja, wahrscheinlich hilft dann nur Geduld haben. Und ja, da im Unterdeck haben wir gerade die Lilien. Das kann jetzt natürlich jetzt für eine Anziehungskraft stehen, für romantische Gefühle. Es kann aber auch sein, dass es um Wachstum geht, wenn es hier auch um Finanzielles geht mit den Fischen. Wenn es um einen Umzug geht, natürlich, das kostet immer. Das ja, da kann es natürlich auch sein, dass du hier noch auf Informationen wartest, die mit einer Person zu tun haben. Genau. Wachstum. Ja, auch Familie, Stabilität, Sinnlichkeit, Romantik, Sexualität auch. Also vielleicht bringt dich auch jemand durcheinander, den du gerade erst kennengelernt hast. Und da bist du aber irgendwie noch nicht frei und musst dich von Altem lösen. Dann heißt es vielleicht auch nur, sei geduldig mit dir selbst. Ja, schauen wir mal weiter. Wie geht's denn weiter? Was ist die Tendenz für morgen? Was macht es mit dir? Dieses ist ja schon ganz schön Gefühlschaos, ein bisschen Aufregung. Was macht es mit dir? Und da haben wir zuerst das Herz. Wow, schön. Der Bär und der Schlüssel. Ja, also wenn es hier um eine romantische Sache geht, am Unterdeck habe ich den Mond, der ja auch für Gefühle steht, Emotionen, aber auch für den Erfolg. In der Tendenz für morgen habe ich hier das Herz, die Liebe, den Bären und den Schlüssel. Also da ist Erfolg auf ja in einer Liebesangelegenheit. Da gibt es schon wieder den Bären, den hatten wir in der Wochenbotschaft auch. Ja, vielleicht kommst du in deinen Selbstwert und bist dir da sicher. Da sind starke Gefühle, starke Liebesgefühle da, eine starke Bindung. Da liegt dir jemand sehr am Herzen. Ja, und der Erfolg kommt, also am Ende der Reihe, der Schlüssel, Erfolgskarte, da öffnet sich dir etwas oder jemand öffnet sich dir. Das ist schon mal schön. Wenn es hier um einen Umzug geht oder Ähnliches, was jetzt nichts mit der Liebe zu tun hat, dann ja, dann zeigt es auch, dass diese Angelegenheit, die dir schon lange echt am Herzen liegt, die dich ja, dass die Erfolg haben wird. Da kommt mit Sicherheit wieder, du bekommst da Mut auf jeden Fall, du bist da wieder in deiner Kraft, du gewinnst an Stärke und machst da weiter. Also egal, was da kommt, du nimmst diesen Weg an. Diese Unsicherheit wird verfliegen, du wirst wieder dir sicher werden und ja, das auch wieder ausstrahlen. Wie gesagt, am Unterdeck der Mond, der sagt ja auch, dass das Erfolg ist. Ja, worüber du dir halt auch viel Gedanken machst, ist ganz klar. Ja, sind ja einschneidende Themen, die da kommen könnten bei dem ein oder anderen oder der ein oder anderen von euch. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Ich freue mich auch über Kommentare und ja, dann bis zur nächsten Legung. Ciao, ciao. Schönen Abend noch.